Prozente machen im Posenangeln, das natürlich am besten bei einer hohen Frequenz und im Idealfall natürlich mit Fischen, die auch noch ein bisschen Silber bringen. Also zack, ab an Ladogasee und Prozente und Cash machen. Also direkt wieder raus hier mit den Ruten und dann Attacke, Vollgas. Ich stehe jetzt hier ungefähr 20 Minuten, ihr seht, ich habe fast 45 Fische im Kescher. Das heißt, die Frequenz ist verdammt gut. Man kann sie einfach hier hinstellen, zack, 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 einen nach dem anderen rausziehen und auch noch ein bisschen Cash machen. Ich habe gerade schon geguckt, ich liege jetzt hier in der Zeit ungefähr bei 200 Silber plus Kaffeeauftrag wäre auch noch mit drin. Also durchaus eben eine Möglichkeit hier, ganz vernünftig Cash zu machen und das mit Fischen, naja, die ja man eigentlich nicht so wirklich auf dem Schirm hat, beziehungsweise die Zwergmarine, ja, eigentlich eher ein lästiger Beifang, aber wenn sie doch gerade gut geht, dann ist es doch nicht so schlecht. Zwergmarine, aber eben auch die wichtigen Fische hier, die Fische, die vor Monaten schon mal ein bisschen gebufft wurden, damit die Frequenz und auch das Silber besser stimmt, wenn man speziell vom Land auf diese Fische angelt. Das wurde ein bisschen verändert und dementsprechend gibt es jetzt verschiedene Stellen, wo das halt besser funktioniert. Wir haben jetzt immer noch so ein bisschen die Nachtphase, auch wenn es hier schon wieder hell ist. Die Nachtzeit ist ja hier am Ladoga sehr, sehr kurz. Nichtsdestotrotz gibt es ja in-game quasi diese Nachtphase. Ne? Ripus 800. Ich glaube, 900 ist schon Trophy. Also, das sieht schon ganz gut aus hier. Die Frage ist natürlich da immer, in welchen Tiefen. Ich habe anfangs sehr viel jetzt gerade rumprobiert, verschiedene Höhen eingestellt. Und die Frage ist einfach genau, welche Tiefe, welche Entfernung ist natürlich auch wichtig. Auch da bin ich Stück für Stück von relativ weit vorne immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich bin jetzt so, sagen wir mal, so zwischen 10 und 12 Metern in dem Bereich da einfach hingeworfen. Ihr seht es ja ungefähr, also hier in der Reflexion, oben, das sind jetzt 12 Meter, hier unten, ja, sind vielleicht so 10, 11 Meter herum. Also in diesem Bereich klappt das im Moment ganz gut. So sieht der Kescher aus. Und das ist natürlich auch richtig schön. Volkov. Ah, wenn die mal reingeht. Super selten. Zweimal schon dabei gewesen. Kann also gerne noch mehr reingehen. Ich bin allerdings hier, und das gucken wir uns natürlich gleich im Detail nochmal an, gar nicht mal so riesig unterwegs. Und die Volkov-Ränke, die kann man eben doch auch relativ groß fangen. Also mit größerem Setup, 1er Haken oder sowas, da geht die auch schon mal rein. Na, guck mal, hat sogar selbst direkt gehakt, sehr schön. So, wieder die Ripus-Marine. Und raus damit. Ja, also, das ist der Spot. Wo ist denn der Spot? Auch schon einer der bekannten Spots hier am Ladogasee. Relativ leicht eben auch hinzugehen. Von der Base aus eben hier am Angelshop vorbei und dann hier rüber. Zack, schon ist man da und dann hier in diesem Bereich eben auswerfen. Auch durchaus eine Möglichkeit, wenn man schon mal hier ist, einfach hier in diese Richtung werfen, das einfach nochmal zu testen oder auch hier in diesem Bereich von der Spitze. Also durchaus Option, dass man das macht. Wer Bock hat, kann auch mit dem Boot fahren, da kann man das von hier aus auch testen oder eben hier. Einfach hier in dem Bereich oder hier in dem Bereich. Allerdings das hier alles natürlich nur Stellen, die da mit dem Boot zu erreichen sind. Aber wenn man gerade unterwegs ist und sagt, oh komm, machen wir doch mal den Ladoga fertig. Ziehen wir mal ein paar Brocken raus am Ladoga. Dann sollte man natürlich auch versuchen, sehr schön sämtliche Spots und sämtliche Möglichkeiten abzuhaken. Wir gucken gleich nochmal genau ins Detail, wie die Setups zusammengebaut sind. Denn auch da können wir so ein bisschen Variation reinbringen. Speziell auch mit den Hakengrößen, müssen wir gleich mal gucken. Ködertechnisch sind wir da relativ einfach unterwegs. Eigentlich gibt es nur diese eine Köderkombination, die immer, aber auch immer irgendwie richtig gut funktioniert. Habe ich sie gerade? Nee, sehe ich mal nicht. Gucken wir uns gleich auch an. Also das ist wirklich der Hammer. Wenn man nur, also wenn man noch keinen Doppelköder kann,
wenn man gerade in der Skillphase ist im Posenangeln, dann einfach nur mit der Eintagsfliegenlarve oder vielleicht mal eine Rute. Ich würde sagen, zwei Ruten mit Eintagsfliegenlarve, eine mit der Steinfliegenlarve. Aber das sind so die beiden wichtigen Köder. Ja, mal vielleicht auch mit dem Tauwurm ein bisschen kombinieren, gerade wenn man auf die Großen geht, auf die Wolchow-Ränke, durchaus eben eine Option. So, jetzt aber hier. Zubbel, zubbel, es geht weiter. Und ich würde sagen, wir gucken gleich mal einfach, zack, wieder raus in das nächste oder in das erstbeste Setup rein. Da haben wir es auch schon wieder und es geht weiter. Und jawohl, und da, das ist natürlich immer tricky. Sofort wieder, aber den, das ist der bessere Fisch, den müssen wir auf jeden Fall hier kriegen. Ludoga, hier ist es. Ludoga Ränke ist regelmäßig mit dabei, sollte auch mit einer der leichtesten Fische sein hier, den auch als Trophy abzuhaken. Ludoga Ränke, auch da gerne mit ein bisschen größeren Haken reingehen. Bei der Ripus hier natürlich eher ein bisschen feiner. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Sechserhaken. Ich würde sagen, wir gucken uns, ich mache mal eben zu hier alles, damit hier nichts abhaut. Okay, den nehmen wir natürlich noch mit. Und dann gucken wir mal eben in die Setups rein. Und der nächste. Eieiei, was soll man denn machen, wenn die Frequenz doch da ist? Jawohl. So, jetzt aber hier auswerfen. Zack, und direkt reingehen. Also, das Setup, wie immer, immer gern, Rebellion Matchroute, einfach eine der besten, wenn nicht sogar die beste Matchroute, eigentlich braucht man keine anderen, denn plus 5% hier aufs Posenangeln, 105% Posenangeln im Endgame, also richtig, richtig gut. Das Ganze jetzt heute hier gerade bestückt mit nur 9 Kilo Fluorocarbon komplett, also komplettes Fluorocarbon-Material. Und hier jetzt einen Sechserhaken. Durchaus möglich, runterzugehen auf dem Achterhaken, auf dem Zehnerhaken. Gar kein Problem. So weit runter, gerade für die Maränenarten, überhaupt kein Problem. Wenn es in Richtung der Ludoga-Ränke geht, auch ruhig ein bisschen größer reingehen. Also Viererhaken auch durchaus mal testen. Vielleicht sogar mal auf dem Einserhaken testen, wenn die Ludoga-Ränke richtig, richtig gut reinballert. Ansonsten so geht es halt die ganze Zeit, ne? Hatte ich gerade schon angesprochen, hier Köderkombination. Hauptsächlich würde ich sagen, die Eintagsfliegenlarve, ansonsten die Steinfliegenlarve und schon sollte das Ganze doch laufen. So, Entfernung haben wir. Das haben wir auch. 55 Fische schon im Kescher. Das sieht doch gut aus. Und ich werde es hier gleich noch ein bisschen probieren. Einfach wegen der Wolchow-Ränke einfach, weil wenn die reingeht, das ist der absolute Oberhammer, ein absolut profitabler Fisch, aber leider viel zu selten. Seeforelle hier kann auch immer gerne reingehen, sieht man immer daran, dass die Pose umkippt, also nicht nach unten geht, sondern die Pose kippt um und zieht an der Oberfläche lang. Döbel machen das auch so, die machen eher so einen Hebebiss. Und die Sefo macht das auch. Kann hier in dem Fall tatsächlich ein bisschen gefährlich werden. Das heißt, wenn man hier richtig fein unterwegs ist, hat man hier schon ein bisschen ein Risiko. Ja, ich glaube, wir haben alles. Ich renne mal eben zum Café, beziehungsweise gleich nochmal eben zum Angelladen, zum Fischmarkt. Und dann verkaufen wir natürlich. Mal eben gucken, was das Ganze gebracht hat. 57 Fische in 32 Minuten. Ja, das ist gut. Gute Frequenz. Das ist immer wichtig. Gerade wenn man Skillpunkte machen will, dann läuft's. Ja, auch nicht so schlecht. Die gehen vielleicht rein, aber die will man ja auch nicht unbedingt. Das ist jetzt silbertechnisch nicht so richtig nice. Wir sortieren mal eben nach Gewicht. 5 Stück. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4, 5. Wir nehmen natürlich die leichtesten und haben damit schon mal 41 Silber sicher. Und dann geht es auch direkt weiter hier zum Fischmarkt, mal eben nach Preisen sortieren und da sehen wir es auch schon, die Wolchow-Ränke haut halt richtig gut rein. Ne? 1 Kilo 37 Silber, aber eben selten das Teil. Ne? Ludoga-Ränke aber auch nicht schlecht. 1,5, 15 Silber und die geht halt deutlich häufiger rein.
Also, durchaus mal drauf gehen und dann kommt hier die Ripus, auch vernünftig, ne? Also preislich gar nicht verkehrt. Und selbst die größeren, Zwergmarinen, die ballern eigentlich auch ganz gut rein. Ne? Frequenz ist gut dafür, dass sie halt so in Masse gehen. Einfach mal eben 5 Silber pro Stück in den etwas größeren hier, kann man das gut machen. Also alles in allem sind wir jetzt bei knapp 300 Silber in der Zeit. Ist okay und da geht tatsächlich noch deutlich mehr. Und ich suche jetzt hier noch ein bisschen weiter. Hoffe natürlich auch auf die Wolchow-Ränke, dass die irgendwann reingeht. Ja, und dann testen, 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 wie immer, ne? Petri ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags, 19 Uhr, genau, Petri.